Ja, hallo und herzlich willkommen dann hier auch schon wieder zu einer weiteren hoffentlich spannenden Sitzung Erdklöppel-Action. Ja, das verriet ja ungefähr das, was wir auch vorhaben. Ne, Terraforming hoch, hoch und endlich schon fast, hoch E. Genau, Terraforming hoch E. Das könnte ungefähr hinkommen. Ja, doch, ja, genau. Das sollte funktionieren. Hoffe ich jetzt einfach mal. Irgendwie mag ich nicht, dass es hier so dunkel ist. Aber nun gut, es ist halt ein bisschen dunkel. Was soll's, ist auch egal. Obwohl, komm, ich hab keinen Bock, hier nachts rumzulatschen. Ich finde das total ätzend. Das ist sowas, das nervt mich immer megamäßig. Das heißt, ich hau mich einfach kurz aufs Ohr. Kann ja nichts passieren. Genau, dann wird's hier kurz düster. Ne? Und dann wird's auch wieder... Ja, und leicht diesig ist es heute, wie wir das sehen. So ein ganz klein wenig. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich das Ganze größer machen. Das heißt... Genau. So, das sind auch nochmal zwei Felder. Ah, jetzt wird es natürlich komplett. Jetzt muss ich wieder um zig Ecken denken. Ah, egal. Das kriegen wir auch schon ein wenig. So. Ja, warte mal, irgendwas ist hier komisch, ne? Das heißt ja dann eigentlich, das muss dann auch noch weg. Was dann eigentlich auch heißt, ich muss das hier dann so machen. Und das hier dann so. Warte mal, das heißt dann so, so. Und dann eigentlich. Ja, das kann man so machen. Doch, 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 doch. Das kann man so machen. Gut. Das war jetzt, warte mal, 2 und dann 1. Genau, und halten wir uns einfach erstmal daran und passen das dann dementsprechend an. So, 2. Keine Ahnung, wie weit. Das lasse ich dann erstmal kurz. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Genau, wie viele Felder sind denn das? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Eigentlich nur links und rechts jeweils eins mehr. Das heißt, nach hier hin. Ach, jetzt fehlt mir hier hinten wieder. Warte mal, wir müssen mal kurz zuklastern, sonst kennt man das gleich nicht, was wir hier machen. Ah, so. Ich hoffe, das nimmt mir übrigens niemand übel von gestern, ne? Mit Herrn Spunk. Ist natürlich nicht so wirklich. Also, ich bin nicht so garstig. Ja, also es war halt nur einfach mehr gerade ein Bedürfnis gewesen, nicht, dass einer denkt, ich fange hier an, Leute zu mobben oder sowas. Nee, auf keinen Fall. Ja, niemals würde ich sowas tun. Aber man darf manchmal ein bisschen fies sein. So, kurz gucken. Das hier bleibt da. Genau, dann 2, 1 und dann wieder 2 und dann, ja, gut. Ich glaube, wenn ich mir das gerade so angucke, von der Größe her, kommt das schon ziemlich dem nahe, was ich eigentlich haben möchte. Das finde ich gut. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg und ich brauche nicht mehr so viel tun. Ja, das mit dem so viel tun ist jetzt ein bisschen gelogen, weil definitiv wird noch mehr auf uns auch zukommen, als jetzt nur dieses bisschen. Und wird uns noch, ich weiß nicht, so lange wie mit dem Turm glaube ich nicht, weil ich glaube, so lange werden wir dann insgesamt doch nicht mehr hier auf der 360 bleiben. Und ich hatte ja gesagt, ich bin ganz froh, dass wir den Turm soweit mit dem Muster auch schon mal haben, dass man erkennen kann, worauf ich hinaus wollte, denn ich glaube nicht, dass wir das hier unbedingt fertig kriegen. Also ich hoffe es, ja, das hoffe ich wirklich, aber ich glaube es nicht. Liegt einfach und allein daran, dass ich... Ja gut, wir mal überlegen. Mal gucken. Also die müssen jetzt mit dem Update anfangen. Jetzt machen wir erstmal die Bugfixes für die PS3. Das dauert auch nochmal so, sagen wir mal, einen Monat ungefähr. Ja? Das heißt einen Monat, das heißt jetzt so Mitte, Ende Februar. So, dann setzen die sich dran. Oder sagen wir mal Mitte Februar, ja. So, Mitte Februar setzen die sich, sind damit fertig und setzen sich dann ans Update. So, im Idealfall wäre es natürlich so, dass da schon mal jemand dran gearbeitet hat. Das wäre der Idealfall. Wovon man aber nicht ausgehen kann und von daher, ist es hier gerade komisch. Irgendwas gefällt mir. Nee, irgendwas ist seltsam. Ach, hier ist nur einer. Ha, ja, habe ich dich enttarnt. Genau, so ist es ja eigentlich. Genau, ja, doch, so ist Rede, richtig, sehr schön. Ja, nee, also idealerweise hätte sich natürlich jemand reingesetzt, kann man jetzt nicht unbedingt von aussehen, da die halt ja wie gesagt ein relativ kleines Team sind.
Also von daher, tja, denke ich mal, also mal kurz gucken. Also Mitte Februar, dann werden sie sich dran setzen ans Update. Gewohnheitsgemäß dauert das bei denen extremst lange. Vor allen Dingen, da sie das ja dann jetzt parallel für 360 und PS3 machen. Also gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie das dann gleich für beide Systeme rausbringen wollen, möchten, könnten, wünschen, lünten, irgendwie so. Hm. Ist auch wieder falsch, warte mal. Das heißt so und so und dann so. Was aber auch irgendwie nicht richtig aussieht. Wir müssen uns das gleich mal anschauen. Okay, hier habe ich... Das passt. Da hier zwei. Zwei. Ach, weil ich hier... Ja. Hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Genau, richtig. Siehste, und schon passt es. Schwuppdiwupp passt es alles. Ja, nee, also von daher... wenn wir uns das mal so überlegen... Kurz so Grübel, ich sag mal so 2-3 Monate. Das siehst du ja dann, warte mal, von Februar, das wäre März, April, Mai. Also so Mai, Juni rum, schätze ich einfach mal. Also das ist jetzt so meine Einschätzung, dass da in dem Zeitraum das TU 14, also das Update, Title Update, das ist ja mal die Abkürzung dafür, oder Titel Update, oder Titel, ja, Auffrischung. Ja, wie möchte man das Update? Das ist immer so schwierig auf Deutsch dann einzubringen in vielen Sachen. Ja, also wir bleiben einfach bei Update, ne? Warum sollten wir es jetzt auch unbedingt dann anders nennen wollen? Ja, auf jeden Fall, das schätze ich mal so Mai, Juni. So in dem Dreh rum, also von Mitte Mai bis Mitte Juni, um es mal zu konkretisieren, schätze ich, dass das Update da rauskommt. Vielleicht auch schon früher, wenn sich vielleicht jemand früher dran gesetzt hat. Und dann wird man sich drum kümmern um die anderen Versionen, PS4 und Xbox One. Und man kann sich ja dann vorstellen, wie lange das wohl dauern mag. Man hat das zwar schon seit Ewigkeiten angekündigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger, also allzu schnell geht. Und ich schätze mal, dass man zu Weihnachten rum dann erst mit den anderen Versionen rechnen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist, weil über den Sommer hinweg kann ich mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass Microsoft es vielleicht mit dem Summer of Arcade und dann dem ersten Summer of Arcade auf der Xbox One plant. Wäre natürlich ein Riesending, ne, wenn man das dann da in dem Fall mit rausbringen würde. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich glaube, realistisch ist wirklich, zumal man ja wirklich noch nicht eine einzige Fußnote irgendwo zur Xbox One-Version gehört hat, außer diesem einen garstigen E3-Trailer, vor allem dazu mal, glaube ich einfach schlicht und ergreifend, ja, sieht das gut aus? Ich glaube schon. Glaube ich einfach schlicht und ergreifend wirklich so auf Weihnachten rum. Denn das ist, ich sag mal, das ist die einzige noch logische Option, die einem bleibt, ne? Weil was willst du denn... Alles andere vorher ist meiner Meinung nach unrealistisch. Das wird nicht funktionieren. Und da sollte man sich auch relativ wenig Hoffnung machen. Klar, wenn es klappt, ist super, ne? Dann freue ich mich auch. Denn ich bin der Letzte, der dann sagt so, nö, ist ja voll kacke, dass es jetzt rauskommt. Ne, also ich freue mich da auch. Ich bin auch sehr, sehr happy drüber dann. Ja gut, okay, dann haben wir doch, gut, dann könnten wir dieses Projekt doch noch fertig kriegen. Wenn das dann wirklich so lange dauern sollte, dann werden wir das doch schaffen. Siehste, gut, dass ich jetzt mal nochmal so für mich durchgerechnet, was heißt für mich, also für uns so durchgerechnet habe. Sonst hätte ich dann wahrscheinlich doch gesagt so, nein, das lohnt sich nicht, ich mache jetzt dann doch irgendwie was anderes, setze mich jetzt 300 Folgen lang Ringelpiez mäßig in die Ecke und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen und poste nur noch Fotos von Felix. Was auch äußerst unspannend ist, da diese Katze einfach mal sowas von arschenfaul ist, dass sie den ganzen Tag nur rumliegt, ne? Habe ich ja am Wochenende gezeigt, die ganzen Bilder. Da wird dann halt einfach nur mal der Platz gewechselt, ne? Wenn dann die Sonne scheint, wird sich dann halt in die Fensterbank gelegt und dann auch so schön auf dem Rücken, damit auch das Bauchfell, das weiße, dann auch richtig braun wird. Ich weiß nicht, was der für Probleme hat. Also auf jeden Fall, der hat ein Leben, das ist der Wahnsinn. Da jeder andere ist da, glaube ich, extrem neidisch auf ihn, oder wäre es. Also ich bin es zumindest schon so ein bisschen, ne? Jeder findet ihn toll, jeder krault ihn. Braucht sich keine Gedanken um Essen machen. Also das ist schon echt extremst einfach. Also vielleicht sollte ich ihn mal interessieren, dass er irgendwas mit einbringt, ja? So ein bisschen, ich weiß nicht, versucht wenigstens ein bisschen Nahrung mit ranzuschaffen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier am elegantesten runterkomme. Na, ja, das geht, okay. Weil ich will ein bisschen Erde wegbringen, ne? Mir ist mein Inventar zu voll. Und ich möchte eigentlich die Erde ungern, ja, jetzt hier einfach so wegdonnern. Das finde ich so. Achso, das ist übrigens der Bahnhof von oben, ne? Das hat man vergessen zu zeigen. Einfach so ein Dach eingebaut.
Ja, halt, warte mal, ich kann noch eigentlich. Ah, nee, ich will das jetzt hier nicht verschandeln. Nee, 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 komm, wir lassen das. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier so einen Aufgang mache. Aber wozu? Wozu da jetzt einen Aufgang machen und das Ganze verschandeln, auseinanderruppen, das ganze System? Das muss ja nicht unbedingt sein. Genau, so, die ganze Erde muss weg. Ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll. Also noch nicht. Ich kann die auch hier lassen. Gut, habe ich hier nicht unten noch so eine Erdtruhe? Warte mal, unten haben wir noch das alte Lager. Dann nehme ich doch einfach das. Ja, runter kurz. Ist hier eigentlich noch was im Ofen drin? Erde und Kies war hier. Ah, siehste. Habe ich die Truhen sogar noch da gelassen? Ach, ist das schön. Die anderen Truhen habe ich ja alle mit rausgenommen. Warte mal, ist hier irgendwo noch was drin? Eigentlich sollte alles leer sein, bin ich der Meinung. Ach ja, bling, bling. Ach, Mann. Wie viel wir da noch drin hatten damals. Nee, ist alles leer. Was sagen hier? Ah, da sehen wir es, ne? Das sind die Eier, die dann angetrieben werden. Sehr schön. Die Tage konnte ich das nicht zeigen, weil die Hühner zu legevoll sind. Ja, ja. Das müssen wir hier andersrum packen. So, wunderbar. Och, der Himmelbesen. 4x11. Der ist online gekommen. Ich kann mich... Oh ja, siehste, dann hauen wir uns mal hier wieder in unserem ersten Häuschen da in die Falle. Ach, schön. Ja, machen wir doch gleich mal. Komm, pass auf hier und... Na, los. Na, geht noch nicht? Müsste aber gleich. Ja, wunderbar. Ach, schön. Vor allem das Bett ist so schön eingelegen, ne? Genauso für uns passig. Ach, das ist herrlich. Sowas mag ich ja dann. Gut. Jetzt muss ich gucken, das ist doch irgendwie hier vorne. Hier, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, darauf zu geraten, auf den Hügel. Ja, ja, doch, hier sieht's gut aus. Genau, siehste. Ich kann sagen, ich hab's doch immer irgendwie. Ja, hier sieht gut aus. Doch, wir versuchen es mal hier. Ja, doch, ah, siehste, wunderbar. Haben wir es gleich aufgeschafft hier. Sehr schön. Ich weiß noch, das war ja hier so eine Klöppel-Action, ne? Das hier so rauszuhauen. Ach ja, da war irgendwie eine Höhle dann, so den einen, die wir gefunden hatten. Das hier noch so anzupassen. Ah, das sieht auch hübsch aus. Nach wie vor. Ich muss sagen, ich bin... Ah ja, ich fand das ja schön so bei den ganzen Kommentaren für beim Let's Show der Welt. So von wegen, so wie begeistert manch einer ist, ne? Wo mir dann selber erst mal... Also, ganz ehrlich, wenn man das selber bastelt die ganze Zeit, irgendwie so, ach ja, es geht so. Und es ist halt toll, wenn man das dann irgendwie so gesagt bekommt. Ja, Mensch, hier toll und super und klasse und gefällt mir. Das motiviert ungemein. Also ich kann gar nicht beschreiben, wie dolle da diese Motivation ist dann jedes Mal. Also ich freue mich drüber. Das wollte ich eigentlich nur damit aussagen. Und dann halt so vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja, genau. Das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. So, dum, 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 dum. Alles meine Erde, alles meine Erde, alles meine Erde. Los. Steinchen sind schon verschwunden. Das ist auch immer wieder so schade, dass das alles so schnell verschwindet. Ach, siehste, erstmal brauchen wir hier doch mal wieder neue Sachen. Ja, genau, so. Und eine neue Schaufel vielleicht auch vorsichtshalber. Komm, wir machen vorsichtshalber auch gleich eine neue Schaufel. Ich traue der nämlich nicht. Die sieht nicht so aus, als ob die noch allzu lange hält. Wurde, das fand ich so gut. Das war so eine Nachricht hier bei Facebook, die ich bekommen habe. So eine Sprachnachricht. Und dann ging es dann darum, von wegen so, ja, hier, ob man mal irgendwie zusammen spielen könnte. Und von wegen so, ja, hier, Mensch, kannst du mir mal deinen richtigen Namen verraten? Ich sag dir auch meinen. Ach ja, der steht ja hier, ne, das Profil nannte sich dann so. Es ist immer ganz interessant. So die Versuche. Ich weiß auch immer nicht, was ihr mit dem Namen unbedingt so wollt. Ne? Der erinnert ja nicht daran. Also ich finde, Mr. Zogger klingt schon echt cool. Ne? Doch, das ist ja... Diese Person, diese Figur ist ja, nennt sich auch so. Von daher, ich verstehe das immer nicht. Klar, so ein bisschen Neugier kann ich schon nachvollziehen, aber es würde ja an der Sache an sich nichts ändern. Ich weiß nur, der garstige Waldelf, was heißt garstige Waldelf? Also, der Waldelf, ach so, siehste, das wollte ich ja, haha, ja, wollte ich ja sowieso hier auch nochmal erwähnen. Weil der Waldelf hat mir nämlich ein kleines Päckchen geschickt, was heißt kleines Päckchen, also so eine kleine Sendung geschickt. Ja, so als Dankeschön hat er das vorher genannt, so von wegen für die Mühen und sowas, für den Aufwand, den ich mir hier immer mache. Fand ich total cool. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Echt, also vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Total geile Idee. Was ist, sage ich nicht, das ist so eine Sache zwischen mir und den Waldelfen.
Ja, also der Wald und ich, wir verstehen uns wirklich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, also ich diss ihn zwar ab und zu mal, aber das kann er auch ab. Das braucht er auch. Ne? Ansonsten ist sein Tag nicht in Ordnung, wenn ich den nicht einmal gedisst habe. Ja, aber trotzdem halt, wie gesagt, nochmal danke. War total cool. War doch so ein schönes Gefühl. Geht mal so zum Postfach, guckt rein und so, da liegt ja was. Aha, was ist denn das? Und so, schon ganz lustig gewesen. Ja, nee, das wollte ich nochmal offiziell machen. Mich halt so, nicht so vor allen anderen Leuten halt das einmal nennen und halt bedanken dafür. Ja, so, dann haben wir das auch noch irgendwas. Diese Versuche mit dem Namen, weil der Wald versucht das nämlich auch immer die ganze Zeit. Immer so von wegen so, du könntest ja, keine Ahnung, ich verkaufe dir meine Seele, dafür nennst du mir deinen Vornamen. So nach dem Motto, habe ich manchmal den Eindruck. Nein. Mr. Zocker hat auch keinen Vornamen. Die Eltern von Mr. Zocker waren relativ einfallslos. Da hieß es dann einfach nur so, ist ein Kerl, ne, männlicher Ork, den ist es halt ein Mister. Ja, das ist da halt einfach so gewesen damals. Da konnte man sich Vornamen nicht leisten. Es waren halt andere Zeiten, ja. Da hat man auch mit den Schweinen und den Kühen in einem Haus geschlafen. Naja, das waren schlimme Zeiten, war das schlimm. Schlimm. Das hört sich an wie die alten Leute oder sowas, wenn die von früher erzählen. Ha, schlimm war das immer früher mit den Zeiten. Gut, klar, das mag keiner bezweifeln, dass das schlimm war, aber mittlerweile weiß es jeder. Also, mir tun die Leute auch halt, wenn man das dann teilweise hört und sowas. Ich weiß nicht, jeder hat ja, glaube ich, irgendwie. Obwohl, naja, ich glaube, bei euch oder bei vielen, die hier zugucken, ist das, glaube ich, noch so ein bisschen was anderes, ne? Wenn ich überlege, also, ich habe jetzt nicht mehr so viele Großelternteile, ne, die jetzt noch übrig sind. Da gibt es noch halt so, meine Oma ist halt noch da, ne? Die ist auch schon mittlerweile echt richtig, richtig alt. Also da darf man wirklich sagen, die ist alt, ja? In dem Alter, das ist schon holle die Waldfee, da muss man erstmal hinkommen. Und wenn die halt so erzählt, so, ja Mensch, die hatten es nicht einfach, den kann man das auch verstehen. Also man hört ja dann zu, ne? Als Enkel-Ork hört man dann ja sowieso immer zu und hört sich das ja gerne an. Und das ist echt krass, also wenn sie dann so erzählt hat, weil die ist ja dann während des Zweiten Weltkriegs, war die ja heranwachsende Jugendliche, ne, oder heranwachsende Dame, noch jünger so ein bisschen, was die halt für Entbehrungen hatten, also was heißt Entbehrung, also die konnten ja nicht mal was entbehren, weil sie nichts hatten, also es ist echt heftig, was die Menschen damals durchgemacht haben und was für Ängste die gehabt haben, ja, also wenn ich überlege, meine Angst ist dann teilweise so, kommst du heute früh pünktlich zur Arbeit, klappt das alles, läuft das Wasser warm und da waren halt so ganz, ganz andere Sachen und dann hört man hier die Leute teilweise rummeckern, über Dinge, wo man sich denkt, so, ganz ehrlich, du, das ist jetzt nicht so dramatisch, ne, da jetzt so einen riesen Hermann von zu machen. Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt, vor allen Dingen, wie lange das jetzt auch mittlerweile her ist, das muss man ja auch überlegen, ne. Das ist ja, also richtig, richtig lange her. Ja, ich überlege, so über 80 Jahre auf jeden Fall schon, ne. So der Anfang zumindest, das Ende ja noch nicht ganz so lange, oder? Oder mal überlegen, guck mal, 1945 war es zu Ende. 1945, das wären jetzt, naja gut, 2015 wären 70 Jahre. Ja, das ist halt schon wirklich eine riesige Zeitspanne, die auch schwer zu überblicken ist, ne? Vor allem, wie viel Nachwirkung das gehabt hat. Ne? Also so manche Länder haben, also zumindest das Verliererland, Deutschland hat ja nach wie vor dran zu kranken, an diesem Export, den Österreich damals gemacht hat mit seinem einen Bürger. Unfreiwillig oder ist vielleicht was Absicht von langer Hand geplant, so nach dem Motto, damit würgen wir den einen rein, machen die unmöglich damit irgendwie so, keine Ahnung. Nein, das ist natürlich nur Spaß, ne? Nicht, dass jetzt einer denkt, der meint das hier ernst oder sowas. So, kurz gucken. Ja, das kann man sogar fast schon so lassen. Juhu, yay, ich bringe nicht mal wieder Sachen weg. Wir müssen wieder rüberlatschen. Ach ja, herrlich. So, dum, dum, dum. Die Musik trällert dann hier wieder fröhlich vor sich hin. Ja. Aber es ist halt krass, ne? Weil die meisten Leute, die da irgendwas erzählen können oder halt dann das noch wissen, man muss überlegen, diese Generation hat ja dann doch schon relativ viel Probleme mit gewissen Alterserkrankungen. Ja, und da geht halt auch ganz viel Wissen verloren, was das angeht. Das ist Erinnerung. Also ich bin froh, dass ich da in dem Fall so ganz interessiert bin, dass ich mir das halt auch immer angehört habe, weil ich finde, das ist interessant. Das ist ja immerhin auch, ich sag mal, gehört zu meiner Familie irgendwo mit dazu.
ne, zu meiner orkischen Familie, zu meinem Clan, wenn man das so möchte. Und da hört man sich das natürlich an, ist dann relativ gespannt, weil man möchte natürlich wissen, so, hey Mensch, wie war das denn da? Weil man selbst weiß, also ich weiß, dass ich eine relativ wohlbehütete orkische Jugend hatte. Ich kann mich zumindest nicht beschweren. Es mangelte an nichts, ich musste nicht Hunger leiden. Aber wenn man das dann dagegen hört, da wird einem schon so ein bisschen mulmig. Ne? Da muss man schon mal so den Kloß im Hals ein bisschen fester nach unten drücken. Ja, es ist komisch irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Hm. Ja, wird nur so wieder so ein bisschen bedrückt, das Ganze. Ah ja. Wollen jetzt aber hier nicht so bedrückt sein. Nein, wir wollen nicht so bedrückt sein. Weil ich gerade so dann denken musste, ja Mensch, ja, ist, da gibt es ja alte Leute, ne, und so. Hm, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ah, nee, da mag ich wirklich gerade nicht drüber nachdenken. Das bedrückt einen dann doch zu sehr. Finde ich mal auch so deprimierend, sowas. Da gibt es ja dann auch wieder Streitereien, wenn ich, geht's immer los, ne, gibt's ja immer dieses typische, wenn dann da was ist und, dann streiten sich alle drum und so, naja. Egal, das hat alles noch Zeit und die gute Dame wird auch garantiert noch viele, viele hundert Jahre alt. Weibchen oder Damen werden sowieso viel, richtig, richtig alt. Drücke ich jetzt zumindest ganz doll die Daumen. Ich würde es mir wünschen. Also mir, sage ich jetzt. Ja gut, ja doch, irgendwie schon auch mir. Ja doch, auf jeden Fall. So, gut, das auch mal wieder so ein kleiner Einblick in meine eigene Welt. Die ja auch nie stillsteht, ne? Also, wir sehen es ja tagtäglich hier, ne? Da passiert ja immer was hier in der orkischen Welt. Ja, ja. Ich sammle nochmal kurz die Steinchen ein, dann werde ich mich, glaube ich, gleich hier wirklich mal in die Falle hauen. Ja, und dann. Ich bin am Überlegen, ob wir es vielleicht noch eins tiefer machen. Warte mal, wir haben jetzt hier eine Höhe von 4. Machen wir vielleicht 5? Ich denke, dann bin ich damit ganz zufrieden. Und der Radius an sich gefällt mir schon ganz gut, muss ich echt sagen. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir noch... Naja, nee, ich möchte die Wand nicht zu gerade, also zu lange gerade nach unten lassen, weil dann sieht das nicht so schön aus. Aber vielleicht nochmal so ein, zwei Steinchen. Aber wir gucken mal, irgendwas fällt mir da garantiert gleich noch ein. Nun gut, so, genau, ein Bettchen aufstellen und dann ab in die Falle, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns ja dann hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.